Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum siebten Spieltag zur neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, diesmal gibt es wieder eine Konferenz. Fünf Partien sind da mit dabei und ja, das Topspiel Dortmund gegen Bayern. Ich betone es nochmal, auch wenn ihr es wisst, ich habe nichts damit zu tun, wie die Spiele hier in FIFA ausgehen. Ich bin weder für Dortmund noch für Bayern noch für irgendwen. Aber naja, das wisst ihr ja. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's erstmal mit der Freitagabendpartie. Der SV Werder Bremen springt gerade von Punkt zu Punkt und damit können sie nach letzter Saison extremst zufrieden sein. Der erste FC Köln erwartet noch auf den ersten Saisonsieg. Zuletzt gegen die Bayern, ja 1:2 verloren, sich gut geschlagen, aber eben keine Punkte mitgenommen und dann bringt einem das auch relativ wenig. Vielleicht etwas für die Moral, denn die Geißböcke waren hier nicht schlecht aufgelegt. Andersson mit der ersten Möglichkeit, Viertelstunde gespielt. Keine wirklich große Herausforderung für Pavlenka, aber zumindest mal ein Torabschluss. Werder Bremen nach einer halben Stunde mit einem Bomb über die linke Außenbahn. Zieht da nochmal zurück, macht das überlegt, macht das abwartend, kein Risiko. Dann ergeben sich die Räume. Der erste FC Köln macht es nicht gut. Eggestein zu groß. Aber der beweist hier, dass er halt eher defensiv aufgestellt ist. Stößt dann trotzdem mal in diese Lücke. Das macht er gut. Der Abschluss ist dann viel zu wenig. 0:0 nach 45 Minuten. Kein wirklich spektakuläres Fußballspiel hat man aber auch nicht unbedingt erwartet bei diesen beiden Teams. Der erste FC Köln, vielleicht tendenziell die etwas bessere Mannschaft, aber da kam auch lange Zeit nichts nach vorne zustande. Vielleicht jetzt über Limnios und Anderson. Sebastian Anderson zieht in den Strafraum ein. Flankenball auf Özkan und plötzlich der Ball im Tor. 50. Minute 1:0. Für die Gäste, aber war das kein Abseits? Nee, wird unten rechts aufgehoben. Da wird dann die Hand noch gehoben, aber es war ein rechtmäßiges Tor, hielt dem VAR stand. Bremen jetzt richtig unter Zugzwang. Gegen Köln darf man eigentlich keine Punkte liegen lassen, zumindest nicht alle drei. Josh Sargent zu Mbom. Vielleicht die Entdeckung in dieser Saison beim SV Werder Bremen. Macht es hier richtig stark. Schöne Drehung, auch guter Abschluss. Gut gehalten von Timo Horn dann auch. Der SV Werder Bremen mit einer Standardsituation. Sie arbeiteten am Ausgleich. Eggestein. Ein paar Übersteiger. Zieht in den Strafraum ein. Köln extrem passiv. Viel zu passiv. Was macht Köln da? Gebre Selassie zu Osako. Aber das ist dann für Horn auch relativ leicht zu meistern. Springen wir in die Schlussphase. Noch einmal der SV Werder Bremen. Köln befreite sich hinten nicht mehr wirklich raus. Sammelte Zeit, indem sie den Ball rausgedroschen hatten. Aber der kam dann auch schnell zurück. Da vielleicht. Groß. Groß. Noch einmal groß in Abschlussposition. Aber Horn war heute der stärkste Kölner und verhindert den Ausgleich, bringt dem ersten FC Köln damit tatsächlich die ersten drei Punkte ein, also den ersten Dreier. Fünf sind es jetzt an der Zahl, das ist nicht verkehrt. Und damit ein ganz herzliches Hallo zum siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga, die Samstagskonferenz steht an und wir haben in dem Gegensatz zu den beiden Vorwochen fünf Partien an der Zahl dabei. Müssen zwar auf Namen wie Dortmund und Bayern verzichten, aber es hat doch sicherlich einiges hier in petto für uns. Wir sind in Stuttgart, der VfB empfängt Eintracht Frankfurt. Stuttgart sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Bei Frankfurt, da stottert der Motor teilweise, da läuft es auswärts aber auch teilweise nicht so schlecht. Ab in die Fuggerstadt. Für die Hertha läuft es auswärts gemessen am Gesamtsaisonverlauf auch nicht so schlecht. Man hat den einzigen Sieg bislang auswärts geholt. Am ersten Spieltag war das nun zu Gast beim FC Augsburg. Die Augsburger mussten zwar zwischenzeitlich etwas federn lassen im Top-Duell mit Leipzig, aber jetzt haben sie sich durch das 3:1 gegen den ersten FSV Mainz 05 wieder oben rangebracht. Also Augsburg vielleicht sogar leicht favorisiert, aber die Hertha, ja, nicht zu unterschätzen.
Wir springen nach Leipzig. Die Roten Bullen haben den SC Freiburg zu Gast. Freiburg musste sich zuletzt mit 2:4 daheim gegen Leverkusen geschlagen geben. Da sah es lange Zeit aber nicht so schlecht aus. Und RB Leipzig, denen gehen vielleicht teilweise die Körner ein bisschen aus. Zu viel Rotation, man verlor in Gladbach mit 1:0. Das war kein wirklich gutes Fußballspiel. Vor allem aus Leipziger Sicht, wenn man nicht die Punkte holen kann. Aber davon können die beiden Mannschaften, die jetzt kommen, nur träumen. Der erste FSV Mainz 05 steckt tief, tief, tief in der Krise. Jetzt ist ein Club zu Gast, der vielleicht als einziges in der ersten Bundesliga noch tiefer in der Krise steckt. Der FC Schalke 04, aber man hat zumindest am Dienstag Schweinfurt schlagen können im DFB-Pokal. Am Ende dann sogar noch einige Tore geschossen. 4:1 hat man da siegen können, aber das wird hier wirklich ein dramatisches Duell. Keine Vorentscheidung im Abstiegskampf, aber sicherlich schon mal ein Fingerzeig. Und diesen Fingerzeig, der gelang dem ersten FC Union Berlin bislang schon richtig gut. 3:1 zuletzt in Sinsheim gewonnen auf Montagabend. Arminia Bielefeld, die warten auf den zweiten Saisonsieg. Ist schon etwas länger her jetzt, dass sie gepunktet haben. Zuletzt 0:2 gegen Dortmund verloren. So, und wir wollen jetzt loslegen. Und wir legen hier in Berlin los beim 1. FC Union. Ja, sie haben am Montagabend erfolgreich nach Hause ziehen können aus Sinsheim. Arminia Bielefeld einmal zu Hause gewonnen gegen Köln, einmal auswärts unentschieden gespielt in Frankfurt. Danach dann erstmal nur noch Niederlagen eingefahren. Es wird keine einfache Saison für den Aufsteiger in den schwarzen Trikots von rechts nach links. Union gewohnt in Rot von links nach rechts im ersten Abschnitt. Wir sammeln hier die ersten Eindrücke. Union Berlin versucht wieder nach vorne zu spielen. Das hat sich ja in dieser Saison wirklich geändert. Ein konzentriertes Tor an Stuttgart. Ein ballfixiertes nach vorne spielen. Erstes Tor an Stuttgart. 1:0 für den VfB. Silas Wamangituka mit dem Führungstor für die Schwaben. Und für Frankfurt geht's ganz schlecht los. Super gespielt. Silas dann am 5-Meter-Raum oder kurz davor relativ freistehend lässt Kevin Trapp keine Abwehrmöglichkeit. Den trifft er super. Damit haben wir den ersten Treffer in der Konferenz. Der VfB, der super in dieser Saison drin ist, wovon man nicht wirklich ausgehen konnte vor dem Saisonstart. Jetzt legen sie hier los und setzen das erste Ausrufezeichen in einer hoffentlich torreichen Konferenz. Apropos Tor in Augsburg. 1:0 für die Gäste. Hertha BSC geht in Führung, auch relativ früh das Ganze. Dodi Luke Bacchio staubt ab. Pfostentreffer von Cunha, über den ja wirklich alles geht. Momentan bei der Hertha gegen Wolfsburg hat er selber noch getroffen. Trifft hier nur das Aluminium. Den Abpraller liest Dodi Luke Bacchio auf und verwandelt ihn dann in den Kasten, weil Giekiewicz eben schon vom Pfostenschuss geschlagen war. 1:0 für die Gäste. Der FC Augsburg wird heute sicherlich noch mehr zu tun bekommen als gegen den ersten FSV Mainz 05. Auch wenn das keine einfachen Punkte waren gegen Mainz. Die Hertha leistet hier doch noch etwas mehr Widerstand. Der FC Augsburg will aber auch gleich antworten über Caligiuri, der den Ball aber verliert. Und wir wechseln die Station ab nach Leipzig. Der SC Freiburg in den schwarzen Trikots kommt und versucht hier die Räume hinter Leipzigs Abwehr auszunutzen. Allerdings sind diese jetzt erstmal wieder geschlossen. Da versuchen sie es dann spielerisch zu lösen. Vielleicht den Ball auch einfach mal wegdreschen. Das ist im Zweifel dann die richtige Lösung. Der SC Freiburg macht es gut, läuft hier früh an, hat Leverkusen, eine Top-Mannschaft, eben wieder vor Probleme gestellt. Am Ende aber kein Lohn eingefahren. Nicht mal einen Tor in Berlin. Das wollen sie heute ändern. Tor in Berlin. Knappe Viertelstunde gespielt und
Der Deutsche Sportclub geht mit 1:0 in Front, weil sie hier von Beginn an dagegen halten. Klar, Union Berlin hatte von Beginn an den Ball, aber dann Arminia Bielefeld gut im Vorwärtsgang und das ist jetzt für Fabian Klos ein ganz wichtiges Tor. Er erzielt seinen Treffer, bringt Union in Führung. Und hier in Mainz, wo der FC Schalke 04 versucht, diese Sieglos-Serie in der Bundesliga von sich zu streifen. Klar, das ist alles Statistik, aber es schlägt sich eben auch in der Tabelle nieder auf den Gemütern der Spieler, der Trainer, vor allem aber auch der Fans. Da muss man heute gegen den ersten FSV Mainz 05 vielleicht einfach mal gewinnen. Doch das werden sich die Mainzer auch denken. Tor in Stuttgart. Nächster Treffer in Stuttgart, also schnell. Der Ausgleich, Bastos egalisiert die frühe Führung des VfB Stuttgart. Und stellt hier erstmal auf Gleichstand. André Silva zu Barkok, der heute in der Startaufstellung stand, für die spielerischen Elemente sorgen soll. Bastos dann aus 12, 13 Metern zentral vor dem Tor lässt Gregor Kobel keine Chance. Und den frühen Rückstand damit sehr gut verdaut. Und wieder komplett in der Partie. 19 Minuten gespielt, also Eintracht Frankfurt verdient sich das ja auch. Aber der VfB Stuttgart, er zeigt wieder das, was man von ihm kennt, was man von ihm bislang gesehen hat in dieser Saison. Es ist ein gutes Spiel, einfach ein gutes Fußballspiel. Und das ist ja doch schon mal vieles wert. Jetzt muss man aber wieder mehr noch nach vorne tun. Man möchte ja schließlich wieder in Führung gehen. Die Mannschaft von Pellegrino Materazzo. Der VfB kommt. Endo verliert jetzt den Ball an Barkok. Und André Silva leitet vielleicht den Gegenangriff ein. Das dauert etwas. Trotzdem, es geht nochmal was vonstatten über links. Barkok raus zu Steven Zuba. In der Mitte ist Daichi Kamada. Der sieht André Silva. Partie gedreht. Plötzlich führen die Gäste mit 2:1. Ballverlust im Mittelfeld von Wataru Endo und dann geht es schnell. Kamada lockt da Karasor aus der Innenverteidigung. Kempf kommt dann zu spät und André Silva einfach diesmal ins andere Eck. Bastos rechts rein, Silva links rein. Resultat das gleiche. 2 Treffer für Eintracht Frankfurt. Also so schnell kann es gehen, vielleicht ja auch in Augsburg. Augsburg arbeitet auf jeden Fall auch daran, das Ganze hier umzukehren. Eckball von der rechten Seite. Daniel Caligiuri legt sich den Ball bereit. Bringt ihn knapp auf den Elfmeterpunkt, aber der wird vorher schon abgewehrt. Augsburg bleibt aber dran. Guezzo kommt nicht durch gegen Toussaint. Der Zeitpunkt, einmal kurz auf die Ergebnisse zu gucken. Wir haben in 3 Partien bislang Treffer gesehen. In Mainz und in Leipzig warten wir noch drauf. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Hier führen die Gäste. 3 Gästeführungen sowieso momentan auf dem Plan. Da läuft es momentan etwas besser. Und die Hertha kommt über links mit Mateusz Kunja im 1 gegen 1 ja eigentlich gewillt da reinzugehen oder dem Ganzen nicht abgeneigt. Diesmal sucht er den mitgelaufenen Toussaint. Der gibt den Ball jetzt wieder zu Kunja. Der zieht in den Strafraum ein. Und Udoukai, passt auf. Wichtiges Kopfballduell da im 5-Meter-Raum. Verhindert das mögliche 0:2. Und es gibt Eckball für die Hertha. Den wollen wir uns noch angucken. Dann würden wir gleich die Station wechseln, wenn daraus nichts passieren würde. Aber so eine Eckball-Situation nicht so schlecht, wenn Boyata und Niklas Stark mit in der Mitte stehen. Ja, der ist aber schwach und wir wechseln nach Leipzig. Kein wirklich gutes Fußballspiel hier bislang in der Red Bull Arena. Wir warten und warten auf gute Möglichkeiten.
Einzig und allein, sie wollen momentan nicht kommen. Das kann Freiburg sehr gut schmecken. RB Leipzig aber wird alles andere als damit zufrieden sein. Vor allem wird Julian Nagelsmann das wurmen. Hier ist wirklich sehr wenig drin momentan. Noch 10 Minuten bis zum Tor in Seitenwechsel. Mainz! Und der Treffer in Mainz. Da sind wir gespannt. Das 1:0 für die Gäste. Can Bostoan mit dem Führungstreffer für Königsblau. Das gibt es ja nicht. Gut rausgespielt. Paciencia sieht Bostoan, der aus knapp 11 Metern vor dem Tor steht und Robin Zentner keine Chance lässt. Man hat gegen den VfB Stuttgart am letzten Wochenende auch mit 1:0 geführt, am Ende glücklich 1:1 gespielt, also glücklich aus Spielanteile-Sicht. Das soll jetzt hier kein Omen sein, kein Negatives. Nichtsdestotrotz heißt dieses 1:0 noch Tor in nicht Augsburg. unbedingt so viel, aber wir haben den nächsten Treffer in Augsburg. Wo das 1:0 für die Hertha nicht viel bedeutet, denn mittlerweile ist es ausgeglichen. André Hahn, der überragte beim Spiel gegen Mainz, knüpft hier an seine gute Leistung an und überwindet Alexander Schwolo in der 38. Spielminute zum 1:1. Die Hertha, ja, hatte durchaus Möglichkeiten. Wir hatten den Eckball gesehen, der war aber wirklich schwach getreten. So, hier steht es 1:1 in Berlin. Dafür noch die Gäste. Und da kommt gerade noch mal der Gast. Lukoki scheitert aber an Lute. Szene noch nicht geklärt. Oder doch oder nein, noch nicht geklärt. Pritel, Doan, Ritsu Doan, das ist eine Riesenchance. Lute. Was Lute momentan in dieser Saison spielt, das ist richtig gut. Den hatte man vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm, aber Torhüterqualitäten hatte er eigentlich immer. Und das war gerade ein Beweis. Fußballerisch mangelt es ihm vielleicht ein bisschen, Tor in aber Augsburg. reaktionstechnisch ist er überragend. Der nächste Treffer in Augsburg. Und plötzlich für die Gäste wieder. Und das ist ein kurioses Tor. Jean Córdoba erzielt das 2:1. Hat da erstmal viel Platz. Und dann nimmt er sich den hoch mit dem rechten Fuß. Ja, wenn es am Ende klappt, dann ist es wohl in Ordnung. Hertha führt mit 2:1. Und so sieht es auch in Stuttgart aus. Ja, wo auch die Gäste mit 2:1 führen, aber sogar zurücklagen. Das heißt, noch etwas mehr zurückgekommen als die Hertha, das Resultat. Aber ja, das ist momentan das Gleiche. 1:2 steht es aus Sicht der Gastgeber, der VfB Stuttgart, nach gutem Beginn doch etwas eingeknickt unter dem Frankfurter Kraftakt hier nicht zusammengebrochen, aber man ist schon ein bisschen in die Knie gegangen. Frankfurt kommt noch einmal vor der Pause. Setzen sie sogar noch einen drauf. Dost raus zu Steven Zuber. Die Aktion wird es noch geben, müsste aber bald in den Strafraum der Ball, sonst wird sich das hier wohl der Schiedsrichter nicht mehr lange mit anschauen, der VfB Stuttgart. Ja, klärt das dann in Person von Stenzel. Und jetzt ist Pause. Hier steht es 1:2, also noch alles offen für den zweiten Durchgang. Die Partie läuft noch in Leipzig. Also, ab nach Leipzig. Und es steht weiterhin 0:0. Kommt Freiburg jetzt nochmal, Vincenzo Grifo. Da muss dann die Flanke kommen. Das ist etwas zu harmlos, etwas zu abwartend. Grundsätzlich ist das gegen Leipzig vielleicht die richtige Philosophie, aber heute, ich habe es vorhin gesagt, wäre für Leipzig viel drin oder mehr drin. Aber für den SC Freiburg ebenso. Es ist ein einschläferndes Bundesligaspiel. Das hat man sich so nicht erwünscht, aber das ist momentan so. Wir haben noch zweite 45 Minuten, um das hier zu verbessern. Das war es erstmal von der ersten Halbzeit. Wir schauen kurz auf die Ergebnisse und dann geht's weiter im zweiten Durchgang.
Jo, hier haben wir einmal die Ergebnisse im Überblick. Stuttgart gegen Frankfurt 1 zu 2, Augsburg ebenfalls 1 zu 2 gegen die Hertha, Leipzig, Freiburg eben gesehen 0 zu 0. Mainz liegt 0 zu 1 hinten gegen den FC Schalke 04 und der erste FC Union Berlin liegt ebenfalls 0 zu 1 hinten gegen Bielefeld. Also vier Gästeführungen. Mal schauen, ob das so bleibt. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefällt, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten soll es jetzt weitergehen mit dem zweiten Durchgang. Viel Spaß und danke nochmal fürs Reinschalten. Da wären wir zurück in der Konferenz. Wir starten in Mainz, wo die Gäste führen. Bosdoğan mit dem Führungstreffer. Wir schauen ihn uns nochmal an. Und das ist momentan für den FC Schalke 04 ein Genuss, sich das anzugucken. Man hat zumindest mal wieder ein Spiel gewonnen, in dem es um etwas ging gegen Schweinfurt. Aber gegen den ersten FSV Mainz 05 sollte man hier jetzt nicht aufhören, den ordentlichen Auftritt, so kann man schon bezeichnen, wieder einzureißen. Das wäre hier fatal. Mainz aber auch wieder mit einem sehr bedenklichen Fußballspiel. Es läuft nicht gut bei der Mannschaft. Tor an vom Augsburg! ersten FSV. Und in Augsburg geht es gleich torreich weiter. Augsburg schlägt zurück. Michael Gregoritsch mit dem 2 zu 2. Rot-Grün-Weiß ist also wieder zurück von der Hertha, nicht wirklich gut verteidigt. Der Linksschuss dann ins kurze Eck, aber für Schwolo aus der Distanz nicht mehr zu parieren. 51. Spielminute. Das 2 zu 2 geht auch so in Ordnung. Der FC Augsburg hier auf Augenhöhe oder allgemein. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Hertha gleichermaßen auf mit dem FCA. Vier Tore haben wir gesehen. Mal schauen, wie viel wir noch bekommen. Was ist das denn für ein starkes Solo von Luke Bacchio? Wird aber auch schwach verteidigt. Jetzt aber ist Gegenwehr da. Und der FCA ist im Ballbesitz. Drischt den Ball weg. Wir wollen schauen nach Berlin. Wo Union auch zurückschlagen will, kommt über die rechte Seite. Flankenball aber von Brunner erstmal geklärt. Arminia Bielefeld muss hier dringendst für Entlastung sorgen, sonst wird das hier nicht lange gut gehen mit dieser 1:0-Führung. Vielleicht jetzt über diese Gegenbewegungen, aber Union Berlin macht das auch in der Defensive richtig gut und hat dann nach vorne eben auch äußerst gefährliche Spieler. Avoni, links raus zu Tor an Lenz. Leipzig! Flanke, wieder Brunner dazwischen und jetzt haben wir den ersten Treffer an Leipzig. 1 zu 0 für die Gastgeber. Dani Olmo bringt Leipzig erstmal Freude. Und Stand jetzt die 3 Punkte. Steckpass von Paulsen, wenn man es so bezeichnen möchte. Florian Müller dann kommt raus, aber direkt am Fuß kullert der Ball vorbei, hinein ins Glück für RBL. Gut gemacht von Dani Olmo. Die Führung für Leipzig, die ist jetzt nicht unbedingt verdient. Aber vielleicht tut ein Treffer dieser Partie jetzt gut. So viel positive Worte konnte man bislang noch nicht verlieren über das, was hier momentan gespielt wurde oder bis dato gespielt wurde. Vielleicht kommt es ja jetzt vom SC Freiburg. Es muss auf jeden Fall kommen. Santa Maria. Kübler im Abseits, das war dann doch recht deutlich. Das muss Kübler sehen, das muss aber auch Santa Maria sehen. Etwas sinnbildlich für diese Partie. Man möchte das hier jetzt nicht alles schlecht reden. Freiburg macht defensiv zumindest einen guten Job, aber das ist nach vorne eben noch deutlich zu unkreativ. Hier wird gewechselt, Nkunku kommt für Olmo. Wir geben nach Stuttgart. Knapp über eine Stunde gespielt. Der VfB Stuttgart bemüht sich zwar, aber kann sich nicht so wirklich momentan die Möglichkeiten erspielen.
Eintracht Frankfurt fährt ganz gut mit dieser 2-1-Führung und kleinen Nadelstichen nach vorne. Schneller Einwurf. Und Ayman Barkok Silva zu Bastos. Da wird nicht lange gefackelt. Da haut man einfach rauf. 16 Meter Torentfernung, 65. Minute, das 3:1 für die Eintracht. Und das wird doch jetzt ein arg langer Weg für den VfB. Barkok leitet es wieder an. Silva weitergeleitet. Bastos hat da sogar so etwas in der Art wie Gegnerdruck. Aber das ist auch ein toller Abschluss. Nicht zu halten für Kobel. 3:1 hier in Mainz, da ist es deutlich knapper. Ja, wir werfen mal einen Blick auf die Zwischenstände oben rechts eingeblendet. Der erste FSV Mainz 05 läuft diesem Rückstand hinterher. Seit Mitte, Ende der ersten Halbzeit, sorry. Aber Mainz setzt sich hier zumindest ein bisschen fest. Schalke hat das Fußballspielen momentan etwas eingestellt. Fernandes zu Onisivo! Kommt da irgendwie durch gegen Salif Sané und macht das 1:1 in der 69. Spielminute. Die Konsequenz, wenn man hinten nicht mehr rauskommt, spielerisch nach vorne nichts mehr wirklich entgegenzusetzen hat und dann auch noch Pech hat. Onisivo da gegen Sané doch höchst glücklich, bekommt den Ball perfekt aufgelegt. Für Renault ist nichts mehr zu machen, der spekuliert auf die andere Ecke. 1:1 hier und in Augsburg 2:2 momentan. Ja, auch noch ausgeglichen, also nur mit einem Treffer mehr pro Team. 20 Minuten noch auf der Uhr, dann plus Nachspielzeit. Beide Teams wollen gewinnen, aber vor allem wollen beide Teams auch nicht verlieren. Das ist momentan so ein wenig, ja, nicht grundsätzlich ein Widerspruch, aber es widerspricht dann doch in der Spielanlage so ein wenig. Klar, hinten gut und sicher stehen, aber auch gewinnbringend nach vorne kommen. Das geht beiden Teams momentan so ein wenig ab. Jetzt geht Darida für Christoph Piontek. Das ist erstmal nominell ein offensiver Wechsel. Also eine Ansage von Bruno Labbadia. Gegen Wolfsburg spielte man gut, aber holte eben nur einen Punkt. Heute vielleicht dann die dort verlorenen 2 Punkte zurückholen. Aber Tor in Berlin! ja, jetzt erstmal ein Treffer in Berlin. Das 1:1 und es ist der Joker schlechthin. Nils Petersen 2, wenn man so möchte. Joel Poyanpalo macht das überragend. Gut, der Treffer gegen Sinsheim, gegen Hoffenheim, wurde ihm nicht angerechnet. Aber das hier, das gehört ihm ohne Frage. Dreht sich da um den Gegenspieler rum. Macht das richtig gut mit dem Rücken zum Tor. Dann schafft er es halt, sich zu drehen und schließt mit links ab. Hart, wuchtig platziert. Keine Chance für Stefan Ortega. Und Poyanpalo, ja, momentan auch ein Gesicht des Erfolgs beim 1. FC Union Berlin. Wir wechseln nochmal nach Leipzig. Viertelstunde hier noch auf der Uhr. Schafft es der SC Freiburg nochmal den Ausgleich zu erzielen? Es sieht momentan nicht wirklich danach aus. Leipzig hat auch keine Möglichkeiten. Sie schaffen es nicht, die Partie zu entscheiden und somit ist natürlich noch alles offen. Aber Nils Petersen, ja, vielleicht bringt er jetzt die Hoffnung hier mit rein. Demirovic, das dauert viel zu lange. Dieser Abschluss. Das Tor in war die Stuttgart. große Möglichkeit. Ja, und jetzt in Stuttgart hat sie jemand genutzt, die große Möglichkeit. Der VfB Stuttgart in Person von Silas Wamangituka. Doppelpack des Flügelstürmers. Er bringt Stuttgart wieder hier mitten rein ins Rennen. Es sind noch über 10 Minuten zu spielen.
Und Frankfurt muss jetzt wirklich aufpassen. Stuttgart hat am ersten Spieltag Comebacker-Qualitäten gezeigt. Gegen Schalke jetzt auch wieder Comebacker-Qualitäten gezeigt. Am ersten Spieltag aber sogar eben 0-3 zurückgelegen gegen den SC Freiburg. Am Ende spielte man 2-3, war ganz knapp davor, noch einen Punkt zu holen. Und dieses 3-3, das streben jetzt hier die Schwaben logischerweise an. Und es wäre mittlerweile auch verdient, dass es wieder ein leidenschaftlicher Auftritt. Aber eben auch mit spielerisch Hand und Fuß. Also, die Chance, hier noch was Sehbares mitzunehmen, sie ist gerade erheblich gestiegen. Trotzdem, Frankfurt führt noch und wird sich jetzt auch nicht kampflos ergeben. Vielleicht das 4-2 schnell erzielen, um gar keine Ideen mehr aufkommen zu lassen. Aber jetzt ist es wieder nur eine klitzekleine Führung. Wir warten mal drauf, André Silva. Nee, Kobel hat den Ball, wir gehen nochmal nach Berlin. Nee, wir gehen nochmal nach Mainz. Zwar steht es in Berlin auch 1-1, aber in Mainz, da ist es doch noch dramatischer von dieser Tabellenlage. Paciencia. Paciencia! Aus spitzem Winkel. Er fordert Robin Zentner. Und er macht es okay. Er lässt den Ball zumindest nicht rein. Wäre vielleicht auch ans Außennetz gegangen. Eckball für den FC Schalke 04. Setzt hier jemand den entscheidenden Nadelstich. Und Schipka wird den Ball reinbringen. Es wäre für Mainz der erste Punkt. Für Schalke der dritte Punkt. Aber eben auch das dritte 1-1. Damit weiterhin kein Sieg. Aber will man das jetzt hier auch riskieren? Schalke, ja, das dauert und dauert. Die Ecke ist schwach. Wir wechseln. Sind nochmal in Augsburg. Auch hier steht es unentschieden. Cordoba. Oh, gut zu Gendouzi. Aber Gikiewicz ist da. Starke Parade. Damit hält er Stand jetzt den Punkt fest für den FCA. In der 86. Spielminute. Super gehalten. Mateusz Kunja. Mit dem Eckball. Mittel Pekarek da kurz gekommen. Und dann so ein Pass. Ab nach Berlin. Wo Arminia Bielefeld gerade nochmal ein Eckstoß produziert, einen unnötigen, während wir nochmal den Treffer von Poyan Palo uns anschauen. Das wird wirklich sehr gut gemacht. Die Standardsituation durchaus ein probates Mittel. Es wird nochmal gewechselt. Urs Fischer hat jetzt auch nicht die ganz große Eile. Sie könnten mit dem Punkt ganz gut leben, wenngleich der Dreier noch etwas beliebter wäre. Das ist ja ebenfalls logisch und verständlich. Das war aber ein ziemlich schwacher Eckball. Bielefeld. Tor in Mainz! Vielleicht mit einer Kontersituation, aber wir müssen nach Mainz. Das ist unglaublich. Der erste FSV Mainz 05 dreht diese Partie und Schalke mit leeren Händen. Wird Mainz hier tatsächlich die ersten Punkte sammeln der Saison? Sogar den ersten Dreier. Damit gleichermaßen Quaison wieder Sané dabei, aber nicht ganz dicht genug dran. Lässt sich von Quaison versetzen. 88. Minute, ganz wichtiges Tor für Mainz. 2-1 für die Gastgeber. Wir schauen nochmal schnell in Leipzig vorbei. Freiburg versucht es nochmal. Santa Maria wird angeschossen. Und der Ball geht ins Tor aus. Abstoß für RB Leipzig. Die werden sich mit diesem Ergebnis wohl über die Zeit retten. Wenn man den Begriff Arbeitssieg verwenden möchte,
dann wäre es hier wohl angebracht. Es war nicht schön. Es war wirklich nicht gut. Es war nicht toll, aber nach den jüngsten Ergebnissen muss Leipzig dann einfach auch damit zufrieden sein, einfach den Dreier einzufahren. Wie, ist ja auch egal. Und das ist ja unter dem Strich so. Sie führen 1-0 gegen Freiburg, werden das über die Zeit retten, während hier nochmal gewechselt wird. Klar, Zeit von der Uhr nehmen. Zeigt aber auch, dass RB Leipzig hier einfach nur irgendwie die Zeit umbringen möchte. Dann hätte Gulaschi den vielleicht nach vorne bolzen sollen. Orban, Kampel, es ist vorbei. 1-0 gewinnt RB Leipzig hier. Tor in Stuttgart! Und in Stuttgart haben wir da noch eine Pointe vorbereitet. Das kann man wohl sagen. Zweite Minute der Nachspielzeit. Nicolas Gonzalez mit dem 3:3. Eintracht Frankfurt bringt diese Führung nicht über die Zeit. Und Gonzalez gegen Schalke ausgeglichen per Elfmeter, jetzt aus dem Spiel heraus. So wichtig, dass der nach Verletzungspause wieder dabei ist. 3:3. Ein Spektakel in der Mercedes-Benz Arena. Für Eintracht Frankfurt ist es nicht der Super-GAU, aber schon ein wirklich heftiger Nackenschlag. Nach 3:1 Führung, eine Viertelstunde vor dem Ende, spielt man nur 3:3. Das hat sich der VfB aber auch erarbeitet und vollkommen verdient geht diese Partie so zu Ende. Wir wollen nochmal nach Mainz, da läuft's noch in den letzten Zügen zumindest. In den allerletzten Zügen, weiter Schlag nochmal. Aber da geht eh ins Nirvana. Mainz gewinnt gegen Schalke mit 2:1. Eine doch sehr torreiche Konferenz. In Teilen zumindest. Geht zu Ende. Und der FC Schalke 04 ist jetzt auf dem 18. Tabellenplatz angelangt. Aber wollen wir das Positive sehen oder positiv denken? Mainz 05 gewinnt das erste Mal in der Saison, holt sich den Dreier, dreht das Spiel und das am Ende nicht unverdient. Das war's aus der Konferenz, jetzt die Zusammenfassung. Bleiben Sie am Ball. RB Leipzig und der SC Freiburg trafen am Samstagnachmittag aufeinander. Zuletzt mussten beide Bundesliga-Niederlagen einstecken. Leipzig gegen Gladbach und Freiburg gegen Leverkusen. Hier Leipzig besser in der Anfangsphase. Eine der sehr wenigen Möglichkeiten. Spielerisch war es wirklich keine Offenbarung. Leipzig mit den qualitativ besseren Spielern, aber doch recht wenig aus diesen Möglichkeiten gemacht. Nochmal eine Standardsituation, André Lino, aber den trifft er auch nicht richtig. Setzt den ohne Druck deutlich übers Tor. Selbst wenn der aufs Gehäuse kommt von Florian Müller, stellt das für den Freiburger Schlussmann wohl kein Problem dar. Zweiter Durchgang, etwas über 10 Minuten gespielt. RB Leipzig setzte sich mal vorne fest am Strafraum des SC Freiburg. Yusuf Paulsen zu Dani Olmo. Und der Führungstreffer in der 57. Minute, schon verdient. Aber nichtsdestotrotz war das ein maues Fußballspiel in der Bundesliga, wo man sich namentlich vor allem RB Leipzig von RB Leipzig mehr erwartet hätte. Aber es war eben nur eine knappe Führung. Konnte Freiburg nochmal zurückschlagen. Santa Maria zum ersten, Santa Maria zum zweiten, der Ball ins Tor aus. Und das war die letzte Strafraumszene der Partie. RB Leipzig gewinnt mit 1:0. Dreckiger Arbeitssieg. Nagelsmann wird es egal sein, aber spielerisch ist da viel Luft nach oben. Vielleicht aber momentan auch zu viel erwartet bei diesem spielerischen Pensum. Der erste FC Union Berlin mausert sich momentan zu einer richtig stabilen Mittelfeldmannschaft und das ist wohl das größte Kompliment, das man momentan den Eisernen nur machen kann. Es ist richtig gut, was Fischer hier mit seiner Mannschaft produziert, aber gegen Bielefeld, den Aufsteiger aus Ostwestfalen, musste man in der 15. Minute erstmal
das 0:1 schlucken. Fabian Klos bekommt da zu viel Platz, dreht sich gut, schließt dann auch erfolgreich ab. Gut gemacht, aber auch nicht wirklich toll und pralle verteidigt. Bielefeld im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, bekam einige Chancen. Bei Union lief nicht so richtig viel zusammen. Schiplock legt raus zu Lukoki, erst diese Möglichkeit von Lute pariert, aber Bielefeld bleibt nochmal dran, weil Union die Szene nicht geklärt bekommt. Prietl zu Doan, Ritsu, Doan, aber nochmal Lute, der momentan wirklich sich zum überragenden Keeper mausert. Ja, reaktionstechnisch war er immer schon auf der Höhe, nur ein bisschen das Spielerische und die Fehler musste er abstellen. Hier machte er es aber richtig gut, das bedeutete weiterhin 1:0 nach 45 Minuten im zweiten Durchgang. Dann hier die erste Möglichkeit von Rierson mit dem Kopfball, aber nicht wirklich zielführend. Union drückte jetzt aber, bekam wirklich einige Möglichkeiten und Bielefeld konnte das nicht mehr alles so konsequent vom eigenen Tor fernhalten, sodass Union nochmal drückte. Joel Poyanpalo dreht sich da und schließt richtig gut ab. Nach seinem Halbtreffer, der ihm ja nicht zugesprochen wurde gegen Hoffenheim, bekommt er jetzt hier seinen Saisontreffer, seinen nächsten, und markiert das 1:1. Gleichzeitig der Endstand in einem guten Bundesligaspiel. Verdientes Resultat für beide, wohl ein gewonnener Punkt. Krise gegen Krise. So leicht kann man das Spiel zwischen Mainz und Schalke 04 wohl bezeichnen. Und spielerisch war es dann gar nicht mal so schlecht, auch wenn die erste Möglichkeit durch eine Standardsituation zustande kam. Schalke zumindest im Pokal mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. 4:1 gegen Schweinfurt. Nach einem Rückstand zurückgekommen. Fährmann konnte noch einen Elfmeter halten. Also alles okay bei Königsblau. Sie hatten zumindest etwas Selbstvertrauen. Paciencia zu Bostoan. 35. Minute 1:0 für die Gäste. Das war auch durchaus in Ordnung. Der erste FSV Mainz 05 stand mal wieder völlig neben sich. Sie haben nicht mal einen Punkt gesammelt bislang. Schalke hatte vor diesem Spieltag immerhin zwei. Im zweiten Durchgang dann Schalke aber von der Führung etwas übermannt. Und damit konnten sie nicht klarkommen. Ausgleich 69. Karim Onisivo mit dem 1:1. Hatte etwas Glück gegen Sané, dass er den Ball nochmal perfekt aufgelegt bekommt. Vorbei an Renault, der in der Bundesliga wieder ran durfte. Schlussphase, Schalke, ja sogar fast etwas mutig. Das ist Paciencia im Strafraum, steht nicht im Abseits. Paciencia muss ihn vielleicht nochmal querlegen, aber er holt zumindest seinen Eckball raus, den Robin Sentner verursacht mit dieser Parade, die vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, aber das gibt Selbstvertrauen. Aus dem Eckball entstand dann aber folgender Konter. Onisivo und Stöger zu Boetius. Fernandes mit der Hacke zu Robin Quaison. 88. Minute. Der Nackenschlag, der sitzt. Schalke kam nicht mehr zurück und muss sich hier mal wieder geschlagen geben. Wieder kein Sieg, nicht mal einen Punkt. Und Mainz, sie holen die ersten drei Punkte in dieser Saison nach guter zweiter Halbzeit, nicht ganz unverdient. Bei Augsburg läuft es momentan richtig gut, bei der Hertha stottert der Motor, aber man konnte zumindest mal wieder einen Punkt holen, das gegen den VfL Wolfsburg am letzten Wochenende. Es wurde also angekündigt, ein umkämpftes Spiel, spielerisch vielleicht limitiert, aber das sah hier richtig gut aus. Kunja an den Pfosten, Nuke Bakio. Der staubt ab und macht in der 8. Minute das 1:0 für die Gäste. Gut und schnell durchgespielt, der FC Augsburg in jeder Situation. Etwas langsamer im Kopf muss sich hier dann damit begnügen, zurückzuliegen. Aber Hertha erhöhte nicht und der FC Augsburg mit offensiver Kraft durchaus gesegnet in dieser Saison. Gregoritsch, André Hahn, der ist momentan sowieso richtig gut drauf. Gegen Mainz überragte er. Macht hier den Ausgleich, 38. Minute, das 1:1 für den FCA. Springen wir in den zweiten Durchgang. Es war wirklich doch ein gutes Fußballspiel. Pardon, diese Szene natürlich noch im ersten Abschnitt. Es passierte so viel, da konnte man durcheinander kommen.
Doch Jean Córdoba behielt erstmal den Überblick. 42. Minute, also noch im ersten Durchgang. Die erneute Führung für die Hertha. Der FC Augsburg schaut dazu und kann nicht eingreifen. Jetzt aber im zweiten Durchgang, das belegt auch die Zeitanzeige. André Hahn zu Michael Gregoritsch. Zu viel Platz. Eine gute Schussqualität. Das sorgt in Kombination für den 2:2 Ausgleichstreffer. Schwolo im kurzen Eck aus kurzer Distanz, aber wohl machtlos. In der Schlussphase dann ein offenes Visier. Die größte Möglichkeit gehörte der Hertha, Gendouzi. Aber Gikiewicz hat etwas dagegen, dass die Hertha alle drei Punkte mitnimmt. Einen bekommen die Hauptstädter aber zugestanden. Bringt der Mannschaft von Bruno Labbadia aber nicht so viel. Man stottert nach wie vor durch diese Saison. Der FC Augsburg, der wird mit diesem Punkt wohl ganz gut leben können. Der VfB Stuttgart bekam es mit der Eintracht aus Frankfurt zu tun und es wurde ein spektakuläres Fußballspiel. Der VfB Stuttgart ist sehr gut in dieser Saison bei Frankfurt. Stimmt es eigentlich auch, aber es wäre noch mehr drin gewesen, wenn man da ein paar unnötige Unentschieden von mal betrachtet. Aber sie sind in der Lage, in der sie jetzt eben sind und das auch wegen einiger defensiver Unkonzentriertheiten. Das hier aber vielleicht einfach mal Hut abnehmen und sagen, klasse gespielt, Silas mit dem 1:0 für den VfB. Frühes Tor, aber Eintracht Frankfurt konnte schnell darauf antworten. Bakok zu Bastost, 19. Minute, 1:1. Die Elf von Adi Hütter also zurück, gut von Silva und Bakok eingeleitet. Von Bastost einwandfrei abgeschlossen. Und der VfB Stuttgart jetzt von diesem Ausgleichstreffer doch etwas beeindruckt. Kamada zu André Silva. Wieder zentraler Abschluss. Diesmal mit Erfolg. Oder wieder mit Erfolg. 2:1 Partie gedreht. Bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang bemühte sich der VfB Stuttgart um das 2:2. Aber da war dann Frankfurt einfach kaltschnäuziger. 65. Minute, Bastos mit dem 3:1 gar. Doch der VfB, er bewies in dieser Saison schon das ein oder andere Mal Comeback-Qualitäten. So wollten sie auch gegen Eintracht zumindest noch einen Punkt holen. Gonzalo Castro legt nochmal zu Silas. 79. Minute, das 2:3. Also der VfB tatsächlich noch einmal da und es waren ja über 10 Minuten noch zu spielen. Frankfurt versuchte Beton anzurühren. Setzte einige wenige Akzente nach vorne, aber nichts Zählbares mehr dabei. Nachspielzeit. Scholinov zu Gonzales. Zweite Minute der Nachspielzeit, das 3:3. Verdient, kann man durchaus sagen. Kein Lucky Punch, weil es nicht lucky war. Es war eben sehr verdient, sehr gut rausgespielt. Der VfB holt sich einen Punkt und Frankfurt muss sich ärgern, nach 2-Tore-Führung das noch aus der Hand gegeben zu haben. Das Topspiel am Samstagabend zwischen dem BVB und dem FC Bayern München. Er wirft mal wieder seine Schatten voraus. Es ist wieder das Topspiel Platz 1 gegen Platz 2 bzw. Dortmund Platz 2 gegen Bayern Platz 1. Die in Rot gekleideten Münchner legten hier aber sehr gut los. Kimmich im Ballbesitz, sieht Thomas Müller, nochmal Kimmich. Und da bekommt man fast ein Déjà-vu. Ähnliche Position in der Vorsaison beim 1:0. Die Vorentscheidung wohl damals in der Meisterschaft. Da war es Kimmich mit einem herausragenden Lupfer. Diesmal ist es ein super Linksschuss. Der Ball schlägt aber im selben Winkel ein für Roman Bürki in der Szene. Keine Chance. Aber der BVB zeigte sich vom frühen Rückstand nicht wirklich geschockt, sondern spielte jetzt nach vorne. Erling Haaland darf da den Ball ziemlich lange treiben, dreht sich dazu leicht rum und schließt richtig gut ab. Aber Manuel Neuer fliegt. Schöner Schuss, schöne Parade, schöne Szene, aber für den BVB ohne Ertrag. Der FC Bayern schaltete etwas zurück nach diesem frühen
anlaufen und dem frühen 1:0 heißt jetzt der BVB mit Handlungsspielraum. Hazard und Reus, das muss es sein. Meunier nochmal. Meunier bleibt an Alaba hängen. Aber klar, ist wieder gut von Neuer gemacht. Nichtsdestotrotz, so ein Ball muss einfach rein. Das Schienbein in Kombination mit der Wade von Manuel Neuer verhindern hier das 1:1. Halbe Stunde gespielt. Es war jetzt nur noch schwarz-gelb zu sehen. Witzel. Hazard zu Reus. Nächste Riesenmöglichkeit. Und Manuel Neuer, ja, zeigte nochmal seine ganze Qualität. Heute war er aber tatsächlich auch sehr viel gefordert. War also hellwach und spielte sich so langsam in einen Torhüterrausch, wenn man das so bezeichnen möchte. Jetzt dann mal wieder die Bayern. Marc Rocca zu Robert Lewandowski. Und den lässt er sich natürlich nicht nehmen. 38. Spielminute, das 2:0. Da konnte einem der BVB ja fast etwas leid tun. Aber sie haben richtig gut gespielt, eben keine Treffer erzielen können. Und so steht es nach 45 Minuten 0:2. Aber wenn man spielerisch an diese Leistung aus dem ersten Durchgang anknüpfen kann, warum nicht noch im zweiten Abschnitt zurückkommen? Und der BVB hielt sich an diese Devise. Sancho zu Meunier. Der FC Bayern München doch arg passiv. Erling Haaland zu Witzel. Marco Reus. Und jetzt macht er den Treffer. 58. Minute. Nur noch 1:2. Diesmal kommt da Neuer vorbei. Bringt wieder Spannung in diesen Samstagabend. Neuer bleibt nur das Hinterherschauen. Und Dortmund arbeitete am Ausgleich. Haaland, über den ging wirklich sehr viel. Nicht unbedingt immer in den Abschlusssituationen, aber auch in den Vorlagen. Reus, Boateng dazwischen. Aber hier stand Reus auch knapp im Abseits. Boateng rückt noch raus. Dann ist es eben ja eine knappe Fußlänge. Weiter nur der BVB. Aber eben auch nur noch 10 Minuten zu spielen. Pavard lässt sich den Ball abluchsen. Und Haaland! Das ist stark gemacht. 2:2 in der 81. Spielminute. Pavard lässt sich hier den Ball wirklich sträflich abnehmen. Neuer rechnet möglicherweise mit dem Pass in die Mitte. Ist da nicht gefasst auf diesen Schuss direkt aufs Tor, aufs lange Eck. Da wäre Neuer trotzdem fast noch dran gewesen. Haaland aber mit dem Ausgleich. Nachspielzeit. Noch einmal die Bayern. Jetzt mühten sie sich doch nochmal. Leroy Sané zieht in den Strafraum ein. Von Akanji gelegt, nicht geahndet. Delaney verliert aber den Ball an Rocca. Und Serge Gnabry fährt der Ball direkt über den Fuß. Und dann sagt er nicht nein. Dritte Minute der Nachspielzeit. Der FC Bayern macht FC Bayern Sachen und gewinnt dieses Duell. Höchst glücklich, aber kaltschnäuzig und effektiv in Dortmund. Bitter für den BVB. Ein 2:2 wäre mindestens verdient gewesen. Davon kann man sich aber nichts kaufen. Und so gewinnt der FC Bayern München mit 3:2. Sonntagnachmittag der VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena gegen die TSG aus Hoffenheim. Wolfsburg, die Unentschieden-Könige, ein Sieg, 5 Unentschieden, 0 Niederlagen. Das ist erstmal gut, lässt sich aber auch irgendwie anders lesen, wenn man nur im Tabellenmittelfeld steht und solche Strafstöße hier verursacht. Nach dem enttäuschenden 1:3 von Hoffenheim, zuletzt gegen Union Berlin, wollte man hier Wiedergutmachung betreiben und sie bekam früh die Chance. Rudi wird da von Roussillon unsanft gelegt, die Möglichkeit für Munas Tabur. Er hat ja den Treffer gegen Union Berlin erzielt und den knallt er unter die Latte. 9. Minute, 1:0 für die Gäste. Castells hat die Ecke, ist vielleicht sogar noch minimal mit den Fingerspitzen dran, aber der war zu wuchtig geschossen. Starke Anfangsphase von den in rosa gekleideten Sinsheimern. Ishak Belfodil, schöner Pass zu Rudi. Ja, aber den muss man
dann eigentlich auch machen. Wenn man gewinnen möchte, gut von Castells gemacht. Nichtsdestotrotz ist das ein Musstor. Vom VfL Wolfsburg kam sehr wenig nach vorne. Momentan aber würden sie die erste Niederlage einstecken. Brooks mit dem Kopf zumindest mal. In der 41. Spielminute natürlich. Lässt den da über den Schädel gleiten, aber geht dann doch 1-2 Meter am Tor vorbei. Zur Pause stand es dann erstmal 0-1. Momentan das wohl auch verdiente Resultat. Hoffenheim war besser, vor allem auch aus dem Spiel heraus mehr in der Kreativität als das, was der VfL Wolfsburg nach vorne anbot. Das war nicht viel. Im zweiten Durchgang sah es ähnlich aus, wenngleich wir lange warten mussten auf die nächste Möglichkeit. 70. Minute jetzt mal Grilic, der aktuell zum Zehner ein Stück weit umfunktioniert wird, sehr offensiv ran darf momentan. Hier scheitert er an Castells, der gut reagiert und damit seine Mannschaft in der Partie hält. Der anschließende Eckstoß, Cessignon, Samaseku zu Geiger. Wolfsburg rückt zwar raus, aber das dauert etwas. Weiter in Hoffenheim im Ballbesitz. Kevin Akpoguma, Grilic sieht die Lücke, Dabur. 0-2, Doppelpack Dabur. Da scheint der Knoten jetzt geplatzt zu sein. Tat sich schwer in seiner ersten Saison bei Hoffenheim. Jetzt aber erzielt er seinen Doppelpack. Viertelstunde noch zu spielen. Der VfL Wolfsburg stand wirklich jetzt vor der ersten Saisonpleite und das absolut verdient. Aber vielleicht kommen sie nochmal ran. Baku zu Wehorst. Doch Oliver Baumann blieb heute zu null. Die weiße Weste gehörte ihm. Hat er sich verdient, hat auch nicht so viel auf den Kasten bekommen. Und dann endet es verdient mit 0-2. Der VfL Wolfsburg fährt die erste Niederlage ein und Hoffenheim kann doch noch gewinnen. Ein echtes Topspiel zum Abschluss des 7. Spieltags. Bayer 04 Leverkusen empfing Borussia Mönchengladbach nach der Gala von Gladbach in der Champions League. Jetzt gegen Bayer Leverkusen wieder im Liga-Alltag gefordert, dass das eigentlich gut klappt, haben sie gegen Leipzig gezeigt. Aber hier mussten sie erstmal in der 9. Minute den Rückstand hinnehmen. Lucas Salario, der momentan wirklich in super guter Form ist. Vielleicht ist da bei Leverkusen jetzt ja was Neues gewachsen. Nach dem Abgang von Volland und Havertz muss Salario ran. Er macht es. Auf der anderen Seite dann Wolf. Der hat es letzte Woche gemacht gegen RB Leipzig. Den Siegtreffer erzielt hier in der 23. Minute. Ist der Winkel dann aber doch etwas zu spitz. Der anschließende Eckball von der linken Seite. Radetzky irrt da durch den Strafraum. Geht gar nicht hoch und Alassane Player muss nur noch den Schädel hinhalten. Der überragende Mann vom 6-0 gegen Donetsk. Diesmal wird es ihm wirklich leicht gemacht, weil Radetzky nicht weiß, wo er hin soll. 1-1, also erstmal das verdiente Ergebnis. Nach 45 Minuten gab nochmal eine Minute drauf. Leverkusen rannte nochmal an. Diaby. Lupfer zu Amiri. Und 2-1. Doch noch die Führung für Bayer 04 vor dem Pausenpfiff. Nachspielzeit war schon abgelaufen. Den Angriff gab es noch und dann ist es ein kurioses Tor. Amiri, ja, in letzter Zeit eher mit schönen Distanzschüssen in Erscheinung getreten. Jetzt mit dem Kopfball zum 2-1 für Bayer. Zweiter Durchgang. Leverkusen wollte schnell nachlegen. Gladbach sah man doch jetzt etwas die Müdigkeit an. Ja, Leverkusen spielt auch am Donnerstag, aber Europa League ist nochmal ein anderer Schnack. Hier aber ist es auch sträflich verteidigt. 3-1, Leon Bailey in der 53. Spielminute. Jan Sommer ohne eine Chance und danach die Partie verlor komplett den Faden. Es kam nichts mehr, weder von Leverkusen, die nicht mussten, und Gladbach, die erstmal nicht konnten. Aber auch das muss den Fohlen mal eingestanden werden. Sie verlieren hier mit 3-1. Bayer 04 Leverkusen festigt damit einen guten Platz
oben in der Tabelle und Borussia Mönchengladbach nimmt erstmal einen kleinen Rückstand oder Rückschlag im Topspiel hin. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.